tuoi occhi così neri, tanto che io vedo il cuore, un misterioso avviso di dolcezza e nuove verità. Ti prego, così rimani. Io sono ancora un po' bambino, ma forse non c'è più cuore. Wer ruft dich denn da an? Meine Mutter. Wann kann ich denn deine Mutter mal kennenlernen? Bald. Ich gehe mal kurz zu kleinem Mädchen, mach mich ein bisschen frisch, okay? Komm aber gleich wieder. Ja. Morgen. Könnt ihr mir vielleicht mal erklären, was diese hirnrissige Aktion da gestern sollte im Restaurant? Jetzt mach mal halblang, von wegen hirnrissig. Hä? Ich stehe da nichts an. Vorm Spiegel kommt der Kollege vom SEK und lässt mich nicht mehr rauf. Was sollte das? Darf ich jetzt vielleicht auch mal was sagen? Ja, bitteschön, ich bin gespannt. Warum wird der Restaurantbesitzer behandelt wie ein Schwerverbrecher? Ne? Weil es einen begründeten Verdacht gibt, dass er einer ist. Alex, hör zu, so wie es aussieht, wird über das Restaurant Geld gewaschen, das aus Schutzgelderpressung entstammt. Sag mal, tickt ihr nicht ganz sauber? Ich kenne den Restaurantbesitzer, Giorgio Cavallo, und der erpresst bestimmt keinen. Bist du dir sicher, Alex? Es besteht sogar Mordverdacht gegen die Familie. Wird ja immer besser. Ja, ein Ladenbesitzer, der letztens wegen der Schutzgelderpressung aussagen wollte, wird seit einigen Tagen vermisst. Ja. Und wenn du das vorher schon wusstest, warum habt ihr mich nicht angerufen? Warum habt ihr mich nicht vorgewarnt? Hey, wir sind eine halbe Stunde vor Einsatz informiert worden. Du solltest uns dankbar sein. Wofür denn? Alex, als wir erfahren haben, dass du in dem Restaurant bist, haben wir alles versucht, die aus der Schusslinie zu bekommen. Das hätte uns echt peinlich werden können. Es war peinlich. Das Restaurant gehört dem Vater meines Freundes. Was? Der Italiener ist dein Freund? Ach, das geht doch überhaupt nichts an. Also. Alex. Hey. Alex. Hey. Scheiße. Amore mio. Entschuldige bitte die Aufregung gestern Abend. Wir haben uns ja ganz aus den Augen verloren bei dem Trubel. Tja, das war ein ziemlich ungewöhnliches Ende eines Abends. Es tut mir leid, dass du das erleben musstest. Ciao, Bella. Ciao. Und Alexandra, das ist mein Bruder Toni. Ciao, piacere di conoscerla, Bella. Ciao. Alexandra ist Leonardos Freundin, eine wunderbare Frau. Dankeschön. Vieni, fratello. Die zwei, glaube ich, brauchen etwas Zeit für sich. Nonna. Ah. Molto grazie per ospitalità. Voi molto gentile. Das hast du aber gut gelernt. Du hast eine tolle Familie. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Aber du willst bestimmt wissen, warum die Polizei unser Lokal gestürmt hat. Ja. Das hängt mit unserem Namen zusammen. Der Name Cavallo ist in Süditalien ein sehr gängiger Name. So wie hier in Deutschland Müller oder Schmidt. Naja, was soll ich sagen? Diese Polizeiaktion ist eine blöde Verwechslung. Mhm. Wirklich nur eine Verwechslung? Ja. Die Polizei hat uns schon länger im Verdacht, kriminell zu sein. Und das nur, weil wir aus dem Süden Italiens kommen. Wir leben schon in der zweiten Generation hier in Deutschland. Trotzdem behandelt uns die Polizei so, als wären wir die größten Mafiosi. Aber Alex, wir haben uns nie etwas zu Schulden kommen lassen. La giudicatina come sempre. Il muro non può parlare. Perché litigate? Tony dice che dobbiamo stare attenti. Lei è pericolosa. Mamma mia. La polizia sa per tutti e non mi piace per niente. Was ist denn los? Lasciala stare. L'amo, capisci? L'amo!
sei troppo emotivo. Ma un giorno o altro tutti dobbiamo morire. Morirà all'istante, te lo prometto. Sie regen sich auf. Den ganzen Tag steht schon ein Auto von der Polizei vor der Tür. Wirklich? Ja, ein silbergrauer Skoda. Vor einigen Minuten haben sie so eine Art Bachwechsel gemacht. Daran haben wir sie erkannt. Mhm. Gibt's ja gar nicht. Ich muss mal ganz kurz zur Toilette, Entschuldigung. Papa, zio! Gefei! Hai capito! Alex. Mach mal laut. Hey, was gibt's? Gerrit, ich bin so stinksauer. Sag mal, observiert ihr mich jetzt auch schon? Hey. Nimm das doch nicht persönlich. Gerrit, ich nehme das aber persönlich. Ja? Bella, ist alles in Ordnung? Alles okay, ich komme gleich. Gerrit, wir treffen uns in 10 Minuten an der Straßenecke, verstanden? In Ordnung. Du setzt ihn alleine mal zwischen euch beiden, oder was? So, und du bist mir jetzt erstmal eine Erklärung schuldig. Ich bin dir überhaupt keine Erklärung schuldig. Ach ja? Wenn dir jemand eine Erklärung schuldig ist, dann vielleicht der Staatsanwalt. Der hat die Observierung ja angeordnet. Och, dann habt ihr das ja endlich geschafft, was? Alex, überleg doch mal. Das K11 hat einen offiziellen Auftrag bekommen. Und wenn es herauskommt, dass du hier bei den Cavallos, ich meine, wir kommen alle in Teufels Küche. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie ich mich dabei fühle? Alex, Tatsache ist doch, wir haben im Restaurant nichts gefunden. Es ist doch klar, dass wir uns auf das Privathaus konzentrieren. Glaubst du, die wissen nicht, dass ihr hier steht? Was? Du hast es ihnen erzählt? Natürlich nicht, aber die haben auch Augen im Kopf. Die sind ja nicht blöd. Mist. Alex, du musst uns helfen. Ich mach das nicht, Gerrit. Vergiss es. Und jetzt muss ich zurück. Die warten schon auf mich. Alex, ich will doch nicht, dass dir was passiert. Nein. Mist. Alex, Bella, ich muss mit meinem Vater noch schnell los. Jetzt? Tut mir leid, ja, wir haben noch dringende Geschäfte im Restaurant zu erledigen. Es tut mir leid, dass ich dir Leonardo entführe, aber es ist wirklich sehr, sehr dringend. Okay, dauert das länger? Es könnte sein, ja. Okay, dann fahre ich am besten nach Hause. Nein, das brauchst du nicht. Du kannst ruhig hier bleiben. Für mich? Ja, das ist der Ausschlüssel. Du kannst kommen und gehen, wann immer du willst. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich schaue, dass es nicht so lange dauert. Ciao, amore. Ciao. Bis nachher. Ciao. Steht was Interessantes drauf? Das ist... Was willst du mit dieser Liste? Was wollt ihr mit der Liste? Da stehen alle Namen von den italienischen Laden- und Restaurantbesitzern, von denen wir wissen, dass sie erpresst werden, dass sie Schutzgeld bezahlen. Wir müssen diese Namen von den Personen kennen, damit man uns nicht mit ihnen in Verbindung bringen kann. Genau darauf wartet auch die Polizei. Deswegen haben diese Leute auch Lokalverbot bei uns. Wir haben auch sonst keinen Umgang mit diesen Menschen, damit die Polizei sieht, dass wir schuldlos sind. Aber das nützt nicht sehr viel, wie du gestern bei der Razzia bemerkt hast. Die Polizei tut so, als wäre das etwas Persönliches. Weißt du, warum die hinter uns her sind wie Teufel hinter armen Seele? Ich? Ja, du arbeitest doch bei der Polizei. Ihr wisst... Wir haben das die ganze Zeit gewusst, Alexandra. Auch wenn du es uns nicht gesagt hast. Aber wir haben kein Problem damit. Es tut mir sehr leid, dass ich euch das verheimlicht habe. Ich verstehe nur nicht, warum. Leonardo, es
wirkt auf Männer abschreckend, wenn man ihnen als Frau erzählt, dass man bei der Polizei ist. Das wollte ich nicht riskieren. Amore mio. Du müsstest mich doch besser kennen.